Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute beschäftigen wir uns mit der Frauenheilkunde, mit der Gynäkologie. Viele Frauen lassen sich regelmäßig beim niedergelassenen Arzt untersuchen, aber es gibt Fälle, in denen reicht das nicht mehr aus. Die Asklepios-Kliniken Barmbek und Nordheidberg arbeiten inzwischen sogar zusammen, um ihr Angebot zu verbreitern. Bei mir ist Professor Gerhard Gebauer. Er leitet die Gynäkologie in den Asklepios-Kliniken Barmbek und Nordheidberg. Schön, dass Sie kommen konnten. Vielen Dank. Herr Professor Gebauer, eine gynäkologische Abteilung mit zwei Standorten, wo finde ich denn da was? Ja, beide Kliniken bieten einmal das gesamte Spektrum eigentlich der Frauenheilkunde an, insbesondere eben im operativen Bereich, aber für zwei Kliniken macht es Sinn, Schwerpunkte zu definieren. Und so haben wir im Klinikum in Barmbek den Schwerpunkt der Onkologie, das heißt über das übliche Angebot der Frauenheilkunde hinaus können wir dort alle Krebserkrankungen der Gynäkologie behandeln. Und am Standort Nordheidberg bauen wir gerade auf die spezielle Therapie für Myome, Endometriose und Beckenbodenchirurgie. Also für die gutartigen Krankheiten, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Ja. Was hat man davon, dass da jetzt eine Abteilung sich über zwei Krankenhäuser spannt? Also das, was Sie eben gesagt haben, gilt ja auch ohne, dass das jetzt eine gemeinsame Leitung ist. Gibt es da Effekte, was die beiden Krankenhäuser verbindet? Der Vorteil ist natürlich, dass wir über diese beiden Standorte einheitliche Behandlungsstandards entwickeln können. Der zweite Vorteil ist natürlich, dass Patienten dann auch etwas näher zu Hause versorgt werden können und nicht unbedingt etwa 8 Kilometer liegen die beiden Kliniken auseinander, da weiter reisen müssen. Tauschen sich da die Ärzte aus? Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir bieten an beiden Standorten Sprechstunden an, aber darüber auch die Möglichkeit, dass der Arzt, der in der Sprechstunde eine Patientin gesehen hat, mit der Patientin zum Ergebnis kommen kann, am anderen Standort ist die Therapie möglicherweise besser möglich und die Operation dann dort durchgeführt wird, eben auch mit Ärzten, die aus der anderen Klinik dann kommen. Aha, das heißt also, ich kann zum Beispiel im Norden von Hamburg in eine Sprechstunde gehen, also Nordheidberg zum Beispiel, und da kommt dann unter Umständen heraus, dass es doch besser wäre, in dem anderen Krankenhaus mich, also in Barmbek, mich behandeln zu lassen. Kann das so sein? Das kann durchaus sein. Es kann allerdings genauso gut auch andersherum sein, ja, dass man sagt, in Barmbek sehen wir eine Patientin, die wir vielleicht besser oder auch schneller behandeln können in Nordheidberg und ihr dann anbieten können, dass die Operation dort stattfindet. Ja. Die Onkologie, sagten Sie, ist zentral in Barmbek angesiedelt. Welche Krankheiten sind das denn dann zum Beispiel, die Ihnen begegnen? Das sind Frauen mit Erkrankungen zum Beispiel im Bereich der Eierstöcke, Eierstockkrebs oder Eileiterkrebs der Gebärmutter, wie Gebärmutterhalskrebs, Gebärmutterkrebs oder Krebserkrankungen im Bereich des Scheideneingangs. Ja. Und wie würde das ablaufen? Angenommen, ich wäre Patientin, käme zu Ihnen, was käme da auf mich zu? Die Therapie solcher Krebserkrankungen beinhaltet meist eine Vielzahl verschiedener Therapiemöglichkeiten. Da ist einmal die operative Therapie zu nennen als ganz entscheidender Punkt, aber darüber hinaus eben die Einbindung in ein Konzept aus Strahlentherapie, medikamentöser Tumortherapie und all den Begleitmaßnahmen, die es heute in der Onkologie für solche Erkrankungen braucht, sei es Einbindung des Sozialdienstes, sei es Einbindung Psychoonkologie, sei es Kontaktvermittlung zu Selbsthilfegruppen. Das alles zeichnet heute ein solches gynäkologisches Krebszentrum aus, das sich eben nicht nur konzentriert auf einen Aspekt wie die operative Therapie, sondern das gesamte Spektrum der Therapiemöglichkeiten anbieten muss. Aha, das heißt, ich bekomme dann als Patientin auch Ärzte zu sehen, die eigentlich gar nicht in dem Bereich sind, in dem ich aufgenommen worden bin. Kann ich das so verstehen? Davon ist sicher auszugehen, ja. Ja. Von wo bis wo reicht das? Also ich komme jetzt beispielsweise mit Eierstockkrebs zu Ihnen. Da gibt es dann ja erst eine Diagnose, dann gibt es eine OP und dann gibt es eine Zeit danach. Wie begleiten Sie mich da? Die Therapieentscheidung treffen wir heutzutage in Tumorkonferenzen. Das heißt, dort sitzt ein Gremium zusammen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen, um eine optimale Therapie für eine bestimmte Situation, eine bestimmte Patientin zu entwickeln. Ein Therapiekonzept, das eben weit über die Operation oder den eigentlichen ersten Krankenhausaufenthalt hinausreicht. Und wie geht das dann weiter? Ja, wir vermitteln diese Therapiekonferenzen dann natürlich in einem ausführlichen Gespräch mit einer Patientin und dann geht es darum, den Weg zu bahnen, welche weiteren Schritte sind nötig. Diese Termine organisieren wir. Wir organisieren, dass diese Behandlungen so auch stattfinden können und natürlich auch, dass, wenn Probleme auftreten, entsprechend reagiert werden kann, Behandlungen modifiziert werden können, um ein optimales Ergebnis wirklich auch erreichen zu können. Wie lange ist denn eine Patientin mit Eierstockkrebs bei Ihnen?
Diese Therapien können sich über ein Jahr erstrecken inzwischen. Die operative Therapie ist der erste Schritt in dieser Situation. Daran schließt sich dann eine medikamentöse Tumortherapie in den allermeisten Fällen an und die kann gegenwärtig bis zu 15 Monate Zeit umfassen. Das ist eine Chemo jetzt, von der Sie sprechen, oder? Das ist auch eine Chemotherapie. Das ist der, wenn Sie so wollen, zweite Schritt nach der Operation und als dritter Schritt in vielen Fällen eine Therapie mit Antikörpern, eine Therapie, die Gott sei Dank wenig belastend ist, allerdings relativ lange durchgeführt werden muss, gegenwärtig 15 Monate als Infusionsbehandlung. Ja. Ist das jetzt eine rein stationäre Zeit, die ich da bei Ihnen verbringen würde oder kann ich in der Zwischenzeit nach Hause? Zum Glück nicht. Also in der Regel ist die operative Therapie ein stationärer Aufenthalt von etwa 10, 14 Tagen. Das hängt sicher auch davon ab, welche Begleiterkrankung bringt eine Patientin mit, was sind so die, wie umfangreich ist die operative Therapie. Die weitergehende Therapie, die medikamentöse Therapie, führt man fast immer ambulant durch. Es kann Phasen geben, wo es mal nötig ist, eine Patientin ein, zwei Tage stationär zu behandeln. In aller Regel lässt sich das aber vermeiden. Ja, das dauert ja relativ lange, die Zeit der Gesundung. Was können Sie tun für den Patienten oder für die Patientin, damit sie psychisch wieder stabil wird oder stabil bleibt? Wir können heute ja viele Krebserkrankungen, das gilt auch für die Frauenheilkunde, langfristig heilen. Und Ziel ist es daher, Patienten ein weitestgehend normales Leben zu ermöglichen nach der Therapie, aber eben auch in der Therapie, die zum Teil ja sehr lange Zeiträume umfasst. Und dafür gibt es eine Reihe von unterstützenden Maßnahmen, die sich erstrecken auf psycho-onkologische Betreuung und Beratungen, die weitergehen mit rehabilitativen Maßnahmen, die in ein solches Therapiekonzept unbedingt hineingehören. Und all diese verschiedenen Facetten muss ein solches Zentrum letztendlich organisieren für eine Patientin und dahingehend die Patientin beraten. Ja. Lassen Sie uns noch ein bisschen sprechen über gutartige Krankheiten. Da hatten Sie ja gesagt, Nordheidberg ist dafür eine Anlaufstelle. Natürlich nicht nur, aber eben doch auch im Schwerpunkt. Beispiel Myome in der Gebärmutter, im Gebärmutterkörper. Was können Sie für mich tun? Myome sind ja zunächst einmal sehr, sehr häufig. Myome sind die häufigsten Tumore, die es letztendlich in der Medizin gibt. Es sind gutartige Tumore, die allerdings eine Reihe von Problemen hervorrufen können. Und letztendlich ist die Entscheidung zu einer Therapie immer eine Entscheidung, die eine Patientin treffen muss, wie ausgeprägt sind die Beschwerden, die sie durch Myome hat, wie stark ist die Lebensqualität dadurch beeinträchtigt. Und erst dann stellt sich die Frage, wie wird eine Therapie durchgeführt. Und es gibt heute eine ganze Reihe von Therapiemöglichkeiten bei Myomen. Dabei ist immer zu berücksichtigen, in welcher Lebenssituation befindet sich die Patientin. Ist eine Schwangerschaft geplant beispielsweise oder ist die Familienplanung abgeschlossen? Bestehen Schmerzen, bestehen starke Blutungen? Und dementsprechend reicht das Spektrum der Therapien von medikamentösen Therapien bis hin zu operativen Therapien, zur Entfernung von Myomen oder in manchen Fällen eben auch zur Entfernung der Gebärmutter. Und was ist sozusagen die Minimallösung, wenn ich jung bin und noch Kinder haben möchte? Auch da kommt es ein wenig drauf an. Sind mehrere Myome vorhanden? Sind diese Myome größer? Machen diese Myome Beschwerden? Ist es immer sinnvoll, vor einer Schwangerschaft Myome zu behandeln? Und die effektivste Möglichkeit ist letztendlich dann die operative Therapie, die operative Entfernung der Myome, ein Eingriff, den wir heute in sehr, sehr vielen Fällen endoskopisch durchführen können, also ohne einen Bauchschnitt, sodass Patienten auch sehr schnell wieder fit sind und auf den Beinen sind. Durch die Scheide dann wahrscheinlich? Nein, das macht man durch die Bauchdecke. Mit einer kleinen Kamera schaut man in den Bauchraum hinein und kann dann die Myome gezielt entfernen. Es gibt auch Techniken, durch die Scheide zu operieren, was man dann einsetzt, wenn die Myome sehr dicht an der Gebärmutterschleimhaut liegen und von der Gebärmutterhöhlung aus erreicht werden können. Und warum entfernt man dann eigentlich den ganzen Gebärmutterkörper, wenn es viele Myome gibt? Da könnte man doch eigentlich auch das meiste stehen lassen und nur die rausfischen, die tatsächlich Ärger machen. Oder geht das nicht so? Grundsätzlich ist das richtig. Also insbesondere bei Frauen mit Kinderwunsch ist das sicherlich die Methode der Wahl. Mhm. Man muss allerdings sagen, die Entfernung der Gebärmutter ist ein technisch in der Regel einfacherer Eingriff als die Entfernung einzelner Myome. Mhm. Ein Eingriff, der eher schneller geht als die Entfernung von Myomen, gerade wenn es viele sind und deshalb bei Frauen nach abgeschlossener Familienplanung durchaus eine gute Option darstellt. Ja. Kann es passieren, dass man so viel entfernen muss im weiblichen Unterleib beim Thema Myome, dass es am Ende an die Hormonproduktion geht oder ist das nie nötig? Eigentlich nicht, denn die Hormonproduktion findet in Eierstöcken statt. Insofern sind Operationen an der Gebärmutter hierfür eigentlich nicht von Bedeutung. Ja.
Diese ganzen gutartigen Krankheiten, über die wir sprechen, Beckenbodensenkungen zum Beispiel und auch Endometriose, wie sind da mittlerweile die Chancen, dass man davon geheilt wird? Also dass man quasi, ich möchte nicht sagen, wie neu ist, aber dass man zum Beispiel beim Thema Endometriose gefahrlos Kinder bekommen kann oder eben bei Beckenbodenabsenkungen nicht mehr inkontinent sein muss. Mit dem Thema Heilung habe ich immer so ein bisschen Probleme, weil es in vielen Fällen doch so ist, dass man nicht eine Situation wiederherstellen kann, als wäre die Erkrankung nie eingetreten. Aber wir haben heute sehr, sehr gute Ergebnisse für die Therapie von Endometriose, von Myomen, von Beckenbodensenkungszuständen, die es ermöglichen sollen, ein normales Leben zu führen. Und gerade wenn Sie aufs Thema Schwangerschaften, Kinderwunsch ansprechen, das ist ein ganz wesentliches Ziel der Therapie von Endometriose-Patientinnen bzw. von Myomen, dass man das erreicht. Und das ist auch ein sehr, sehr realistisches Ziel. Ah, das heißt, bezieht sich das denn nur auf das nächste Kind, das kommt und dann wächst womöglich die Schleimhaut außerhalb der Gebärmutter nach? Oder ist das dann ein für alle Mal das ist möglich. Geheilt, wollen Sie ja nicht sagen, aber erledigt? Das ist grundsätzlich möglich, dass die Erkrankung wieder auftritt. Allerdings ist eine entsprechend ausgeprägte Endometriose-Therapie mit entsprechender vollständiger Entfernung der Endometriose schon in vielen Fällen ausreichend, auch über lange Jahre eine Patientin komplett beschwerdefrei zu machen. Und wie kontrollieren Sie das dann? Also geht dann die Patientin immer zu ihrem Hausarzt und der sagt dann, jetzt geht doch mal wieder zu Herrn Professor Gebauer oder kommt sie immer zu Ihnen? Nachkontrollen machen normalerweise die niedergelassenen Frauenärzte. Was macht man als Nachkontrolle? Da gehört die gynäkologische Untersuchung dazu, da gehört ein transvaginaler Ultraschall dazu. Und das können eigentlich die niedergelassenen Frauenärzte genauso gut wie wir in der Klinik. Und weisen Sie dann weiter doch an Sie, wenn nochmal eine Operation notwendig wäre wahrscheinlich? Das wäre dann die Konsequenz. Aber die Nachkontrollen sind normalerweise beim Frauenarzt genauso gut möglich. Ja, okay. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund!